Schauen wir uns noch Simons Roomtour an. Tag 2. Hast du einen Countdown? Okay, ich filme jetzt. Okay. Dann machen wir Countdown. 3, 2, 1, dann los. Okay, 3. Und lass dich jetzt alles drin. 2, 1. Hallo Leute und willkommen zur Roomtour Tag 2. Eigentlich, lass mal meinen schönen Hut zeigen, eigentlich ist es Tag 3, aber Tag 2 habe ich nicht gefilmt, deswegen ist es jetzt Tag 2, okay? Es gab einige offene Fragen bei der Roomtour. Und die werde ich heute erklären. Anton ist gerade hinter der Kamera. Die letzte Roomtour, und das war Antons Mama. Hallo. Hi Mama. Die letzte Roomtour habe ich mit dem Handy gefilmt. Auf schnell, ja. Und am Ende haben sich viele gewundert, warum war das Ende so plötzlich aus? Weil ich habe einen Anruf bekommen und ich hatte meinen Flugmodus drin. Wenn man mit dem Handy was filmt und jemand ruft dich an, ist dieses Video abgebrochen. Kennt ihr vielleicht? Und ich habe gedacht, ach, scheiß drauf. Scheiß drauf, sehen eh nur 500.000 Leute, scheiß drauf. Das frage ich mich aber auch, warum hat er denn bei dem Video jetzt nicht auch den Beginn einfach rausgeschnitten? So, du kannst ja, er filmt es ja augenscheinlich mit dem iPhone, weil er ja auch in der letzten Reaction, wo er da diese Roomtour gemacht hat, ist er ja auch rausgezoomt aus der Kamera und hatte dann diese Weitwinkelcam. Da kannst du ja einfach kurz das Video nehmen und den Beginn zumindest rausschneiden, damit es ein bisschen smoother ist oder das Ende dann zumindest auch irgendwie. Also kannst du auch mittlerweile mit dem Handy relativ gut schneiden, ne? Aber krass, wurde einfach angerufen, als ich einfach gedacht habe, komm. Komm, mach. Einfach hochladen. Aber ist geil, das ist YouTube, wie es sein sollte. Wie es war und wie es auch sein sollte, finde ich. Genau. Es hat sich noch ein bisschen was getan und die Update zeige ich jetzt. Der Fernseher kommt heute nicht an die Wand. Der sollte eigentlich schon hängen, aber es fehlt noch ein Kabel. Der Fernseher hängt unnormal hoch, oder? Oder bin ich lost? Guck mal, der Fernseher hängt hier. Die sitzen hier. Aber ist denn so hoch? Deswegen liegt der Fernseher jetzt gerade noch auf der Couch. Und ja, die Kabel werden gerade noch durch die Wand gezogen, aber das... Der hängt ja sogar noch höher. Das ist ja die Halterung. Die ist ja nicht mal mittig, sondern die ist ja noch weiter unten. Das heißt, der Fernseher hängt ja hier. Oder soll das so eine Couch sein, wo man sich so hinlegt? Also ich finde es halt immer geiler, wenn der Fernseher halt so auf Augenhöhe ist. Das ist so am entspanntesten. Aussicht noch gar nicht richtig gezeigt von hier. Und zwar kommt man mit. Bro, willst du denn wirklich die Aussicht so zeigen? Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Aber anscheinend ist es ja eh nur so ein Übergangsding. Ach ja, unser Tisch ist auch da. Der war gestern, also vorgestern auch noch nicht da. Das ist unser schöner Holztisch. Genau, wenn man nämlich hier rausgeht von unserem Balkon, dann habe ich diese Aussicht noch gar nicht so richtig appreciated. Man hat ja auf die andere Seite... Boah, Digga, wie groß ist denn da Madeira? Alter! Ich dachte, das wäre so ein kleiner Ort hier, wo die wohnen. Digga, da hat ja... No shit, da hat ja jedes Haus, hat ja mehr Blick. Das ist ja richtig krass. Genau. Jetzt gehen wir nochmal ins Arbeitszimmer, da habe ich auch einiges getan. Sabines Arbeitszimmer, da steht jetzt mittlerweile auf dem Tisch. Ansonsten ist es auch noch sehr leer. Deswegen machen wir die Tür hier einfach mal zu. Mhm. Unser Schlafzimmer hat sich nichts getan, das kennt ihr schon. Bett und Fernseher, mehr ist da noch nicht drin. Aber ich habe jetzt schon das erste Mal geduscht in der neuen Wohnung. Und die Dusche ist der Hammer. Aber das erzähle ich euch ein andermal. Das ist wahrscheinlich auch so eine Regendusche. Das ist so geil. Arbeitszimmer hat sich jetzt einiges getan. Und zwar... Lull? Der hat einen Monitor so. Was hat er eigentlich für fette Mikrofonarme, Digga? Aber sein Setup sieht extrem clean aus. Unnormal clean. So, wenn ich das mit meinem Setup hier vergleiche, Alter, das ist nicht so schön. Warum hat er denn ein Bildschirm hoch? Das ist wahrscheinlich geil, wenn du hier so Kommentare und das und bla, das ist eigentlich ganz geil dann, ne? Wir haben jetzt hier Monitorhalterungen, die man hoch und runter... Ich hab die gleichen. Glückwunsch. Das hier ist übrigens, habe ich beim letzten Mal euch richtig gezeigt, das ist ein höhenverstellbarer Schreibtisch. Boah, das ist wild. Das ist sehr wild. Das ist halt ein Eckschreibtisch, den habe ich neu geholt für dieses Zimmer. Ja, und der gefällt mir einfach sehr gut. Man kann hier um unseren kompletten Balkon einmal... Oh, die Tür knallt zu. Sorry. Das ist, weil der Durchzug war. Man kann hier bei unserem kompletten Balkon einmal rumgehen. Und da kommt jetzt noch mit. Das ist natürlich geil. Was ist denn das da oben für eine geisteskranke Bude? Ich würde mir halt immer denken, so je höher du bist, desto geiler ist es natürlich. Du kannst so über noch mehr drüber gucken, aber da erstmal hochfahren... Und du musst ja auch immer runter in die Stadt, das wäre so stressig. Einmal noch drauf achten, hier um die Ecke, da musst du gleich nach oben führen, du weißt, ne? Weil in der Ecke hier. Naja, ich weiß. Ne? Du kannst ja schon mal, ohne dass die Kamera hinguckt, da mal rüber gucken, weil du weißt, was ich meine. Ne? Genau. Hier ist der Balkon, der fängt bei meinem Arbeitszimmer an. Der geht dann hier rüber. Und das ist dann Sabines Arbeitszimmer. Dann gehen wir weiter. Das ist unser Badezimmer von unserem Schlafzimmer. Und. Das ist unser Schlafzimmer und hier sind wir wieder im Wohnzimmer. Und damit haben wir eine Runde gedreht. Was ist denn ganz oben und eigentlich? Und dann habt ihr auch eine kleine Vorstellung vom Balkon. Und ja, hier wird halt noch gerade alles noch fertig gemacht. Dann ist hier auch ein bisschen Ordnung, das zeige ich beim nächsten Mal. Aber es hat sich noch etwas Großes getan und zwar im Zimmer von meiner Mama. Ich habe euch ja gestern oder vorgestern die Wohnung von meiner Mama gezeigt. Und da war noch eine Matratze auf dem Boden beim Schlafzimmer von meiner Mutter, die hat jetzt auch ein Bett und die Möbel sind auch drin, das war komplett leer, die Wohnung, jetzt ist eine Couch drin, Esszimmer, die zeige ich euch auch nochmal schnell. Wir müssen jetzt zwei Etagen runter
Wir waren ja gerade auf Etage 2. Jetzt sind wir Etage 1. Aber über denen war doch auch noch eine Etage. Das hat man ja gesehen, als die draußen waren. Hier, warte. Da frage ich mich, ist da denn auch noch was? Und, Hier. Das ist ja augenscheinlich auch noch irgendwie was. Was ist denn da oben? So, hallo. Hallo Mama. Hallo Jordan. Ach, Mama ist gerade nicht da. Perfekt. Schon, komm mal. So, hier sind die anderen Hunde. Hier ist Knubbel, das ist mein Hund. Das sind die beiden Hunde von meiner Mama. Der Dicke. Ja, drei so Hunde einfach. Rocky heißt der. Das ist ein Straßenhund. Den haben wir aufgenommen. Und das hier ist die Emmy. Die ist auch aus Deutschland. So, genau. Beim letzten Mal, als wir hier reingegangen sind, das ist die Wohnung von meiner Mama und von meinem kleinen Bruder. Das letzte Mal, als wir hier reingegangen sind, war hier noch keine Möbel drin. Jetzt schon. Und zwar hat meine Mutter die Couch von vorher jetzt auch hier drin. Den Esstisch ist jetzt hier drin. Hier noch so ein Gartentisch. Der ist auch eigentlich ziemlich cool. Boah, das ist geil, dass man die Stühle da einfach so drunter schrieben. Genau. Weil hier hat man dann so Stühle, die kann man so rausziehen. Und wenn man die reinklappt, sieht es aus wie so eine. Sieht es aus wie so ein. Wie so ein Cube. Oh, wir denken hier Kissen. Okay. Ja, klappt aber nicht so gut, glaube ich. Knubbel, komm mal hier, geh mal auf deinen. Ah, sieht geil aus. Komm. Die Hunde gehen immer da drunter und genießen dann ihr Leben. Ja, ihr Feinis. Ja, oh, jetzt wollen alle auf den Stuhl. Ja, ihr Feinis. Genau. Wie warm ist es eigentlich auf Madeira? Ich dachte, das wäre da jetzt auch ein bisschen kühler. Ich meine, wir haben Ende November, aber die laufen halt mit kurzer Hose rum, Junge. Geil. Und es haben auch viele gefragt, was wir in diesem Gemüsebeet anbauen. Das zeige ich auch mal ganz kurz. Marihuana! Wir haben ja hier so ein Hochbeet. Und was wir hier anbauen, ist verschiedene Sachen. Ich weiß auch aus dem Kopf nicht alles. Also rechts und links haben wir Maracuja-Pflanzen. Die werden noch größer wachsen. Dann sind da so diese Maracuja-Früchte drauf. Geil, Alter. Wir haben hier Koriander. Wie heißt dieses? Weißt du was zufällig? Das hier? Ja. Wie heißt das nochmal? Ich habe keine Ahnung. Digga, das ist normalerweise, packt man das so bei Steaks und so mit in die Pfanne. So zusammen mit Knoblauch oder irgendwie so. Rosmarin, so. Ich weiß gerade nicht, ich bin gerade lost. Dann haben wir hier noch Rucola, wir haben noch Kopfsalat, wir haben hier rote Beete, wir haben hier Schnittlauch, also Frühlingszwiebeln. Dann haben wir hier, Digga, wie oft sagt Simon Müsst ihr mal drauf achten, Digga. Möhren, das sind die Möhren. Ich glaube, das hier ist Kohlrabi. Was das hier ist, weiß ich auch gerade nicht aus dem Kopf. Und das hier ist auch nochmal Maracuja. Aber ja, da kümmert sich meine Mama in erster Linie drum. Aber wir machen auch natürlich da ein bisschen mit. Und jetzt gehen wir nochmal über den Garten ins Schlafzimmer von meiner Mama. Das haben wir auch beim letzten Mal so gemacht. Da hat Knubbel hier gerade Pipi gemacht. Und dann sind wir in das Schlafzimmer von meiner Mama rein. So, mal gucken, ob hier ein Lichtschalter ist. So, jetzt hat meine Mama auch schon ein Bett. Letztes Mal war noch hier die Matratze auf dem Boden. Jetzt hat meine Mama auch ein Bett und Fernseher. Boah, Digga, auch ein Fernseher im Zimmer. Ich habe ja in meiner Reaction, die ich auf dem Hauptkanal hochgeladen habe, gesagt, ich würde niemals mir einen Fernseher ins Schlafzimmer hängen. Ich finde, da gehört kein Fernseher hin. Also ich selbst bin nur im Bett wirklich zum Schlafen. Aber, naja, Geschmackssache. Wenn man es möchte, macht man es natürlich. Das ist auch von meinem Bruder. Das habt ihr schon gesehen, aber jetzt ist mein Bruder jetzt auch mal drin. Viele haben gefragt, warum mein Bruder eine dunklere Hautfarbe hat. Das habe ich wirklich oft in den Kommentaren gelesen, deswegen waren wir das einfach mal. Das ist für uns jetzt kein Problem. Also wir haben die gleiche Mama. Aber der Papa von meinem Bruder kommt aus South Carolina, also ein Amerikaner, mit einer dunklen Hautfarbe. Und dementsprechend haben wir verschiedene Hautfarben. Easy going. Also viele Leute, die sich gewundert haben, das ist mein leiblicher Bruder, aber wir haben halt einen anderen Papa. Weil ihr wisst ja vielleicht, mein leiblicher Vater ist verstorben, da war ich 9. Digga, das wusste ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht, ne? Ey, Digga, ich erfahre hier heute Sachen. Was ich zum Beispiel jetzt gedacht hätte, war, dass seine Eltern einfach getrennt sind. Weil ich habe mich auch in der letzten Reaction schon gefragt, dass einfach nur seine Mom mitgegangen ist nach Madeira. Weil der Dad irgendwie, weiß ich nicht, in Deutschland bleiben wollte oder so. Aber dass er verstorben war, als er vor allem 9 war. 9 ist so ein Alter, so da so wisst ihr, wenn es passiert, wenn das Kind irgendwie 1 ist, dann kann das Kind, weißt du, dann kannst du das Kind halt noch so komplett erziehen als der noch lebende Elternteil, sag ich mal. Und es ist halt einfach so für das Kind. Aber wenn du mit 9 Jahren, Digga, das ist so... Oh, Digga. Also klar, Simon ist jetzt, ich weiß nicht, über 30 oder so, oder? Ich weiß nicht, wie alt Simon ist genau. Also es ist schon lang her, irgendwie 20 Jahre oder so, würde ich jetzt mal vermuten. Aber trotzdem, das wünscht man keinem. Und es ist einfach...
Ich will jetzt auch nicht wieder so lange darüber quatschen, aber selbes Prinzip, wenn sich Eltern trennen, wenn das Kind jugendlich ist. Ja, na, klar, du kannst jetzt nicht deine beiden Eltern trennen sich, kannst du jetzt nicht damit vergleichen mit, hey, mein einer Elternteil ist gestorben. Um Gottes Willen, das ist eine ganz andere Liga, aber ich weiß, was du meinst. So, wenn sich die Eltern trennen, wenn man noch irgendwie ein Jahr alt ist oder so, dann kriegt man das noch gar nicht richtig mit und dann ist es halt einfach irgendwann so, ja, okay, mein Vater und meine Mutter sind halt getrennt. Aber wenn du halt 9 Jahre alt bist und neun schöne Jahre mit deinem Vater hattest, ist es halt, glaube ich, sau schwer, dann zu wissen, yo, der war da, aber jetzt halt nicht mehr. Das ist so geisteskrank. Das ist meine größte Angst, dass einfach Leute, die mir nahestehen, sterben. Das war's, aber wir haben noch ein paar Sachen, die auch sehr oft gefragt wurden. Deswegen gehen wir einfach unter die Tiefgarage. Komm mal mit. Ich frag mich dennoch, was ganz oben ist. Weil er meinte ja, das ganze Haus gehört ihm. Er hat alles da gekauft an Wohnungen, aber ganz oben hat er noch nicht gezeigt. Aber vielleicht gibt es auch Room to Tag 3. Ah, hier sind wir alle. Hallo, wir machen gerade eine kleine Tour. Komm mal hier lang, hier lang. Versteckst du dich? Ja. Parkst du da drauf? Nee. Auf was? Wo fährst du denn hier? Zum Tierarzt, okay. Durch da. Ja, Moment, wir sind gerade am Filmen. Ja, stell schon mal ein, Mama. Kannst du schon mal? Ja, wir fahren, ich muss ja erstmal ein. Es ist so die losteste Roomtour, die ich wirklich je gesehen habe. Erstmal die Begrüßung, dann einfach alles, wo man sonst schneiden würde, komplett einfach drin gelassen und jetzt so, ja komm, fahrt schon mal. Ja, nee, wir drehen hier nur nebenbei und so. Lass mal ganz kurz meine Mama rausfahren. Digga, immer blauer Himmel, ne? Wir sind gerade gegangen, es war natürlich gerade ein ungünstiger Zeitpunkt, weil jetzt gerade alle hier rumgefuselt sind. Hunde, Katzen, Mama, Schwester, Freundin. Aber warum wir in die Tiefgarage reingegangen sind, hat einen Grund. Viele haben sich gefragt, hast du wirklich eine Tiefgarage alleine? Ja, wir haben alle Wohnungen in diesem Haus. Und zu diesen Wohnungen in diesem Haus gehören insgesamt 12 Parkplätze. Also 6 auf der Seite und 6 auf der Seite. Wir haben insgesamt 3 Autos. Ich habe letztes Jahr, wir haben 2, aber stimmt nicht. Wir haben 3. Und zwar, habe ich vergessen, dass meine Mama ja auch ein Auto hat. Also wir haben einmal eine Tesla. Dann haben wir unser altes Auto, das haben wir gekauft, als wir hergezogen sind, das ist der Renault Captur. Das war, das war so ein Auto, was wir gesagt haben, okay, das gibt viel Platz, das kann gut auch ein bisschen diese Hügel und alles ab, weil es so ein Mini-SUV ist und so, das ist, ja, haben wir günstig für 8.000, haben wir den damals gekauft, vor 2 Jahren. Und dann haben wir nochmal noch in der Mercedes A-Klasse, die habe ich ja damals 2015 oder so in Deutschland gekauft und die haben wir mit rübergenommen, die hat der Jona damals mit seinem Papa rübergebracht. Kennt ihr vielleicht auch noch die Story. Das hier ist noch ein Auto, das gehört dem Handwerker und das Auto gehört auch noch dem Handwerker. Also die beiden Autos sind nicht für uns. Das ist unser Auto. Das ist euer Auto. Ja. Simon ist so lost in diesem Video. So, jetzt denken wir, okay, wir sind durch, aber wir haben eine Sache noch nicht gezeigt. Oh, die Doggos. Und die zeigen wir euch jetzt. Oha, was ist ganz oben, oder? Ein kleines Geheimnis. Weiß ich davon? Ein kleines Geheimnis zum Abschluss, ja? Nee, das gibt's für die nächste Roomtour. Du hast recht. Och nein! Aber wenn euch die Roomtour bis jetzt gefallen hat, es war so klar. Lasst einen Daumen nach oben da, Küsse gehen raus. Der nächste Teil, da seht ihr was ihr wohl denkt. What? Keiner wird damit rechnen. Und das sehen wir. Oh Mann. Vielleicht morgen, vielleicht nur morgen. Und rein und ciao. Es war so klar, dass es nicht jetzt kommt. Das habe ich mir auch schon gedacht. Oh Mann. Okay, was denkt ihr, was es sein wird? Ich denke, er zeigt uns halt das oberste Stockwerk, weil man das ja bei der Roomtour über dem Balkon schon gesehen hat, dass da oben auf jeden Fall auch noch ein Stockwerk war. Und ich denke mir, wenn das halt früher verschiedene Wohnungen waren, müsste oben halt eine unfassbar krasse Wohnung sein. Ich glaube allerdings, wenn er da runter wohnt, normalerweise, wenn du ja alles kaufst, gönnst du dir selber halt die beste Wohnung. Und ich würde auch noch ganz oben ziehen, wenn mir alles gehören würde. Logisch, da steht natürlich keiner dann irgendwie im Erdgeschoss oder so, ist ja klar, sind wir uns, glaube ich, alle einig. Deswegen hat der, glaube ich, oben vielleicht irgendwie einen Fitnessraum reingemacht oder so, denke ich mir. Mit geilem Ausblick, vielleicht irgendwie Sauna oder so. Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Aber auch hier wieder sehr wildes Haus, habe ich auch schon in meiner Reaction gesagt. Allerdings haben wir ja jetzt nicht unfassbar viel mehr sehen können. Er hat nur ein paar Sachen erklärt und klargestellt. Also ja, Simon, ganz liebe Grüße nach Madeira. Auf jeden Fall sehr wild.